Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Adeptus Titanicus Dominus Nummer 2. Wir hatten vor einiger Zeit mal ein Let's Play dazu gemacht, als das Ding neu rauskam. Jetzt gab es das erste große Update zu diesem Spiel und das schauen wir uns direkt mal an im Solo Play. Wir können weiterhin nur das Imperium, wir können Szenarien oder das Skirmish. Da nehmen wir direkt wieder den Skirmish-Modus. Und jetzt kommt das Ding, warum ihr die Bildschirmanzeige so habt, wie sie gerade ist. Oben und unten PAL-Balken und rechts daneben das Bild. Bildschirmdarstellung. Also irgendwie aus irgendeinem Grund gibt mein PC das Ding, wenn ich es in einer vernünftigen Auflösung spiele, so an, dass dann hier dieser Warlord-Titan vorsitzt und das ganze Menü irgendwie komisch zusammengezogen ist. Deshalb müssen wir damit mal so rauskommen. Was gibt es? Besseres Damage-Model bei den Titanen und was auch sehr wichtig ist bei diesem Update, also Major-Update ist, wo ist er? Ja, hier Reaver Titan, pass auf, da! Reaver Titan mit Power Fist und Laser Blaster und hilarious Reaver Titan mit zwei Power Fists und dem Apokalypse Launcher. Und ich würde sagen, wir machen das doch einfach mal, wir spielen das einfach mal. Ich nehme mir mal einen relativ aggressiven Warlord, so wie ich ihn in Adeptus Titanicus, dem Tabletop-Spiel, jetzt auch schon kennengelernt habe, mit zweimal Sun Fury und den Laserblastern on top. Und wir stellen dazu, was stellen wir dazu? Moment, einmal dann so ein. Ach ja, schon Gatling Blaster gibt es ja nicht. So war das. Gatling Blaster gab es ja noch nicht. Einmal Vulkanokanone und Laserblaster auf die linke Flanke, einmal auf die rechte Flanke, dazu auf die rechte und linke Seite im Center den mit einer Faust und wir machen mal einen Doppelfaust da und da. Mist, geht nicht. Was kostet der? Der kostet 725, der kostet 750. Was kostet der mit den Sun Furies? 925. Dann nehme ich vielleicht den mit den Sun Furies mal raus. Auch einen für 800. Haben wir dafür einen Warlord für 800? Ich glaube nicht, ne? 850 ist der preiswerteste. Wie unterscheiden sich die beiden? Das ist schon der billigste mit der Doppelbewaffnung. Der kostet 700, der nur 600 noch was. Ja, pass auf, dann nehmen wir mal aus Spaß den raus. Packen den Sun Fury wieder rein. So, jetzt haben wir noch 600 Punkte. Was macht man mit 600 Punkten? Richtig, Kleinzeug! Weil wir wollen ja ausgewogen was machen und spielen deshalb mal mit einer Variante aus Plasma und Vulkan Megabolter. So, dann spielen wir eine Variante mit Vulkan Megabolter zweimal auf der Seite und hätten noch 75 über. Die interessieren uns jetzt aber nicht wirklich. Ich würde sagen, on to battle! Und wir gucken uns mal an, wie sich das Spiel verändert hat. Es soll ein bisschen schneller sein, was so Bewegungsgeschwindigkeiten angeht. Und es gibt wohl den Cinematic Mode, wobei bei einer Bewegung oder beim Angriff oder sonstigem die Kamera am Titanen irgendwie bleibt und dann dementsprechend die Action besser auffängt. Bis jetzt im ersten Spiel, im ersten Let's Play hatten wir es ja so, dass wir die Karte einfach von oben gesehen haben und es ja nicht unbedingt immer klar war, wer wann, wie, wo agierte. Den Überblick sollte man mit der Cinematic Cam wohl jetzt haben. Hier bekommen wir nochmal einen Überblick über den Detachment-Bilder, den wir natürlich mittlerweile schon kennen. Wir können hier oben unsere Legio ändern, dann hier die Titanen auswählen und ins Deployment rein. Und es geht los. My Princeps await my commands. Objective secure. Objective based mode with four objectives to secure. Okay, ein Victory Point für jedes Ziel, jeden Missionspunkt. Und drei für. Achso, erst einmal mit drei Victory Points gewinnt das Spiel. Gut. Dies hier ist, glaube ich, auch eine dieser neueren Karten, die dabei ist. Das kenne ich noch nicht. Ich bin dran. Order's Face. So, hier haben wir jetzt. Wie war denn das nochmal? So, genau, so konnte ich die Kamera ganz langsam drehen. Hier haben wir jetzt
die Legioastorum Reaver einmal mit Faust und Laserblaster jeweils und meinen relativ CQC ausgerüsteten Warlord, so lange bis es zumindest dann auch die Warlord-Kralle gibt. Hier haben wir einmal den Doppelfausti mit einem Warhound zusammen und auf der anderen Seite nochmal Doppelfausti, Shooty und einen Warhound. So, was haben wir auf der anderen Seite stehen? Auf der anderen Seite haben wir Warhounds, wir haben einen Warlord, das ist Legio Furian, schon Chaos korrumpiert. Wir haben in einem Zentrum Shooty Reaver und einen ausgewogenen Shooty Reaver und hier haben wir einen auch ausgewogenen Shooty Reaver. Okay, das heißt, Reaver ist ja schon Warlord. Das heißt, wir haben große Gegner und deshalb ziehe ich erstmal meine kleinen Jungs hier rüber und beginne mit einem Warhound. Ja, der stopft mal ganz schnell darüber. Und da sehen wir die Cinematic Cam uns während der Marschbewegung beschleunigt, damit das nicht zu lange dauert alles. Hier sehen wir wunderbar einen Reaver. Dafür, wie gesagt, Time Compression ist an, damit das alles nicht so ewig lange dauert. Den Faust Reaver schicken wir mal da mit. Submit Order. Also ich finde es total irre. Also ein Reaver Titan, der eigentlich zur Feuerunterstützung gedacht ist, mit zwei Fäusten losschicken. Aber nun gut, es geht auch im Tabletop Adeptus Titanicus, warum nicht auch hier? Und ich finde es schön, dass tatsächlich mittlerweile auch hier jetzt ein Update gekommen ist und das nochmal ein bisschen, ja, die Zeit verkürzt, bis man dann mal wieder ein Spiel auf dem Tabletop haben kann. Ich habe ja in meinen sonstigen wirklichen Tabletop-Videos immer gesagt, Adeptus Titanicus ist mein Favorite Game geworden dieses Jahr, 2018. Und ich bin einfach begeistert davon. Und da ist es umso schöner, wenn man hier auch in einer digitalen Fassung das Ganze nochmal machen kann. Und es trotzdem auch irgendwie die, ja, diese Magie mit den großen Kriegsmaschinen nochmal überträgt. Es gibt natürlich die Phasen nicht so wie beim sonstigen Tabletop. Oh, was ist denn? Der Warhound konnte darüber laufen. Das ist ja interessant. Gut, hier haben wir noch einen Warhound von mir. Den schicke ich mal hier hinten hin. Und dann warte ich nämlich noch, bis ich das Center nach vorne ziehe. Wie ihr vielleicht hört, ich habe jetzt weniger Rauschen als sonst. Ich nutze ein neues Mikrofon, ein Yeti Blackout Streaming Mikrofon. Richtig gutes Teil, freut mich, das zu besitzen. Und ihr seht mein Gesicht nicht mehr. Das liegt daran, dass ich einfach wegen der ganzen Bildschirmelemente in den sonstigen Let's Plays die Kamera auslasse dafür. Ja, das hat einfach praktische Gründe. In vielen Spielen sieht man ja hier unten. Also wenn es ein kompletter Bildschirm ist, hier unten so Sachen, die ich dann mit meinem Gesicht überdecke. Und da habe ich mir gedacht, nö, das lasse ich jetzt einfach mal weg. Reicht, wenn ihr meine Stimme hört. Ihr könnt natürlich jederzeit eure Meinungen zu Adeptus Titanicus raushauen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Jetzt nach diesem Update. Es passiert natürlich im Moment noch nicht viel. Das Spiel hat erst viel mit Positionieren zu tun. Ist tatsächlich im Tabletop auch so. Da hat man auch nur diese extrem Langreichweitenwaffen, die was können am Anfang. Sonst muss man halt positionieren, was wir hier gerade machen. So, das ist ein Faust- und Schuss-Reaver. Der schließt noch ein bisschen nach links zu denen auf, weil ich Sorge habe, dass die da sonst übermannt werden. Und dann schauen wir mal. Warum habe ich hier Legio Astorum gewählt diesmal und nicht Legio Ossedax wie beim letzten Mal? Ganz klare Sache. On the Tabletop, da spiele ich jetzt auch Astorum, weil die einfach cool aussehen. Warum soll ich das nicht hier auch mal machen? So, da stehen zwei, da stehen vier. Dann haben wir auf der Seite einen. Dann schicke ich mal meinen kleinen Reaver nach vorne. Und wenn ich den nach da schicke, kann er dann schon feuern? Der Apo-Launcher, ja, das ist keine hohe Trefferwahrscheinlichkeit, aber ich kann es versuchen. Das heißt, jetzt wird es langsamer. Ich laufe langsam nach vorne und bin guter Hoffnung, dass der gleich mal einen Schuss löst. Nee, hat er nicht.
Dafür hat es nicht gereicht. Aber dafür bewegt sich ein Reaver aus dem, wo ist das? Zentrum eher auf meine rechte Flanke zu. Dann nehmen wir mal den Nahkampf-Reaver. Ich habe schon wieder Reaver gesagt, ne? Warlord. Warlord, meine Freunde. Warlord. So. Der Faust-Reaver. Mal mit anvisiert bewegen, um das hier schöner zu sehen. Auch mit dieser ganzen Heraldik auf den Knien. Es ist wunderbar. Es ist herrlich. Das ist einfach geil. Schön wäre natürlich jetzt auch noch, wenn man die Verräter spielen könnte. Aber das wird auch bald bestimmt irgendwann kommen. Und hier unten sieht man dann diesen kleinen Explosionen, so diese Details, die, glaube ich, auch überarbeitet wurden. Diese Space Marines, die hier so kämpfen, die schießen tatsächlich jetzt mal gegeneinander. Hier schießt irgendwas, was aussieht wie Word Bearer. Sind natürlich nur Sprites, aber meine Güte. Gegen hier etwas, was so aussieht wie Imperial Fists. Und die von hier schießen gegen die, die da sind. Hier sind welche. Und von hier schießen jetzt auch wieder welche. Also hat man tatsächlich so eine kleine Kampfsituation in der Mitte da. Und die stehen nicht einfach und schießen irgendwo hin, was man am Anfang mal hatte. So, was machen wir? Was machen wir? Ich schicke den Warlord dahin. Und versuche mit der Plasmakanone was zu tun, glaube ich, oder? Ja. Und ihr hört schon, dass SFX, also die Geräusche sind etwas runtergedreht irgendwie. Es liegt an meinen Soundeinstellungen. Ich weiß nicht, wir müssen einfach mal mit klarkommen. Die Sounds waren ja auch am Anfang noch nicht die besten, die wurden noch nicht überarbeitet. Es klingt noch nicht so bombastisch, wie man sich's vorstellen könnte. Von daher, ich denke mal, das ist vertretbar. So, dann haben wir den hier. Der hat sich bewegt, der auch dann sprintet, der mal so schnell es geht, dahin. Um dann da gleich aufzuschließen. In der nächsten Runde werde ich dann hier nämlich die Flanke aufmachen, um die so langsam aufzurollen. Der Reaver geht da auch hin, natürlich, um zu unterstützen. Logisch, logisch. Mein Gegner hat schon ein Missionsziel. Ist natürlich blöd für mich, ne? Weil die alle so sehr nah an seiner Zone dran sind. Okay, hier haben wir einen Reaver. Titan. Kann der auf irgendwas schießen? Nein, nein, nein. Das nicht. Den sowieso nicht. Also lohnt das nicht, dann schicke ich den lieber schneller nach vorne. Ein bisschen hier auf die Seite, damit er gleich den Warlord nicht die Möglichkeit zur Bewegung oder zum Beschuss negiert. Weil ich will mit dem Faustier natürlich ran. Hier haben wir noch einen Legio Furian Warlord. Schön an der ganzen Geschichte ist ja auch, meine nächsten Modelle, die auf dem Tisch stehen, sind tatsächlich auch Legio Furian. Da ich nämlich für ein paar Conventions, also so ein bisschen Abseits-Talk jetzt mal, da ich nämlich für ein paar Conventions vorbereite, wo ich Adeptus Titanicus des Tabletop spiele, als Demo auf den Tisch bringe. Und da brauche ich natürlich noch ein paar Verräter für, damit man das Ganze auch nochmal schön mit dem Fluff beschreiben kann und auch schön präsentieren kann für den geneigten Convention-Besucher. Ja. Das nächste Mal, das erste, was ich habe, ist die KeepenCon in Münster am 27.01.2019. Also wenn ihr dieses Spiel hier mal auf der Tabletop-Variante sehen wollt, kommt doch einfach mal vorbei. Ich bin da mit meinem Stand, also mit meinem Stand, mit meinem Tischchen und meinem Demo-Tischchen und werde euch dann auch gerne da Adeptus Titanicus als Tabletop zeigen. Würde mich freuen. So, und ich will jetzt mal ein bisschen Action. Los geht's. It's my activation. Aber wen habe ich noch nicht? Den Warhorde auf der rechten Flanke, ne? Genau, den hier. Der kann jetzt mal geschickt da so hinten hintergehen und vielleicht auf dem Weg dahin dem da mal einen verplätten. Oder? Wobei, vielleicht rennt er auch einfach nur hier hinten rum. Weil das Schild wird ja wahrscheinlich sowieso gleich wieder hochgefahren. Weil weiter als bis da kommt er sowieso nicht. Nein, wir versuchen es mal. Irgendwas muss ja passieren hier auch. Und? Nö. Offensichtlich doch da. Da haben gerade die Bolter-Systeme geschossen. Alle Aktivierungen waren fertig. Schilde werden teilweise wieder hochgefahren. Und mein Opponent hat die erste Runde. Wenn er jetzt den nach vorne schickt, wäre das richtig schön.
Macht er aber nicht. Den Reaver Battle Titan, der, achso, hier hinten steht, genau. Der versucht, glaube ich, gerade meinen Warhound auseinanderzunehmen. Das ist der hier gewesen. Da. Aber hat die Kapelle davor abgerissen und seine Schilde komplett runtergezogen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal den aktivieren, bevor der mir gleich zerschrotet wird. Oder aktiviere ich ihn? Weil da muss ich hier erstmal ran, ne? Ah, das ist alles kompliziert. Okay, den kann ich gleich zurückziehen vielleicht. So, pass auf. Pass auf. Der latscht hier vor und gibt dem dann eine volle Breitseite. Erstmal das Gruppzeug wegkriegen. Plasma ist mehr gegen die Panzerung, aber das Bolter-System sollte den Schild schon runterziehen. Jetzt kriegt natürlich hier auch mein Reaver da hinten von einem Warlord verplättet, der sich nicht bewegt, warum auch? Das ist ja eher ein Artillerie-Typ. Das war hier. Das heißt, die sind auch noch dran. Den hier versuche ich jetzt mal so schnell es geht zurückzuziehen. Hier hinten rum. Zap, zap. Und ihn so ein bisschen in die Falle zu locken. Ich spreche jetzt von einer Falle und kriege bestimmt voll auf den Sack. So, da haben wir den Warhound. Das ist, glaube ich, da die Ecke, wo ich meinen eben. Ja, genau. Leider ist jetzt nicht so eine Relation zwischen Ziel und Schütze, sondern man sieht einfach nur denjenigen, der schießt. Das war hier diese Stelle. Und dann schicke ich den hier vor. Oder? Das ist der mit den zwei Fäusten. Ja, da kann ich wirklich viel machen. Dann schicke ich den hier vor, in der Hoffnung, dass er das Feuer auf sich lenkt. Und versuche den Reaver da. Oder wobei, nee, den Warlord eine zu geben. Vulcano, Kanone, Laserblaster und Apokalypse-Raketenwerfer. Bams. So, Schild halb runtergezogen. Ist okay, kann man machen. Hier sieht man ein wunderbares Close-up gerade von dem Kopf des Warhound. Schön ausdetailliert. Auch sowieso die Texturen da drauf sind schon ganz cool. Sehen nicht schlecht aus. So, hier, Sneaky Bastard, wo ist er? Da. Den würde ich mir jetzt gerne kaufen. Aber ich bin noch zu weit weg. Es ist leider so. Schicke ich mal lieber den Reaver vor. Nach dort. Und penetriere den Warhound noch ein bisschen. Warlord. Warlord noch ein bisschen. Denn desto näher kommt ja auch der mit der Faust. Geht der Schild auch wieder ein bisschen runter. Sobald ich in Nahkampfreichweite bin, ist der Schild sowieso egal. Und da lure ich den Reaver ein bisschen näher an mich ran. Der mir gerade richtig einen verplättet. Wenn man mal guckt. Haben wir ein besseres Schadensmodell angeblich. Ja, ich weiß nicht, sieht der angekratzt aus als eben? Kann ich jetzt nicht sagen. Weil der Schild ist ja auch noch an. Ist ja auch noch da. So, was kann der denn jetzt hier? Kann der dir mal auf die Fresse geben? Auch noch nicht, ne? Und so? Sowieso nicht. Ach komm schon. Ich will doch nur hauen. Pass auf, ich bin jetzt frech. Ich stelle mich einfach direkt vor den. Weil eigentlich. Hallo? Warum kannst du das nicht? Warum willst du das nicht? Achso, der will hier hinten rum. Der kann da gar nicht durch. Shit. Ja, dann stelle ich mich halt da hin und schieße auf den. Weil eigentlich müsste es ja auch so sein, dass die eine Minimalreichweite haben für die Waffen, die oben drauf sind. Und wenn ich direkt davor stehe, dann dürften die ja nicht schießen können. Wir gucken mal, wie das wird. Da sind die... Oh, das ist der Force Reaver, der jetzt einen vor die Mappe kriegt. Nicht schön, nicht schön.
This is not good. This is my activation. So, die waren alle. Dann habe ich den Herrn. Der rennt mal hier hinten rum. Versucht dem eine mitzugeben, oder? Kann er dann da runter? Jung. Der geht hier hinten rum und gibt dem Warlord von hinten eine. Hoffentlich schießt er dann auch noch nicht zu früh. Ja, doch, ein bisschen. Das kann man leider noch nicht einstellen, ab wann die schießen sollen. Aber ich weiß auch nicht, ob das beeinflusst, ab wann die Schaden bekommen oder ob das Gebäude dann egal ist. So, da ist der Opfer-Warhound gerade dran. Der kriegt vom Warlord ordentlich eine verplättet und ist gerade in die Luft gegangen. Genau wie die Kanonen des Warlord nach oben gegangen sind. Okay, das heißt, ich habe im Zentrum noch einen Reaver und einen Warlord, die noch was machen wollen. Der hier hat eine Faust dabei und geht natürlich dementsprechend auf die Jungs hier drauf. Da kann er nicht treffen. Schlecht. Ja, komm, er versucht, dem einen mitzugeben. Lieber ausprobieren und es klappt nicht, als hinterher. Als lieber hinterher als. Nee, lieber als hinterher zu ärgern, dass man es nicht ausprobiert hat. So, der Warlord kann jetzt auch direkt, weil mein Gegner nichts mehr hat, zu bewegen. Und ich gehe mal hier näher ran. Ich weiß natürlich, dass ich, wenn ich mich mit der Doppelbewegung fortbewege, dann um eins schlechter treffe. Aber ich muss ja auch nur mal ran mit den Auswahlen, die ich hier habe. So, schön ist natürlich, dass ich jetzt direkt dran bin, weil mein Gegner nichts mehr hat. Und deshalb schicke ich einen von diesen Reavern mal nach vorne. Kann der da durch? Immer noch nicht. Der muss immer noch hinten rum. Also wird ein anderer genommen. Nehme ich den Faust Reaver. Der geht hier ran. Und gibt dem dann voll eine mit. Oder dem? Oder dem? Oder dem? Oder dem? Ah, ich weiß es nicht. Nee, da kommt er nicht ran. Ich guck mal, ob der dann die Nahkampfwaffe macht. Probier ich mal. So, Raketenwerfer. Laserblaster. Und Faust. Ja? Ja. Bam! Herrlich. Schön. Schön. Voll ins Gesicht. Auch das Knacken dabei. Und da ist der Schmetterangriff, den die auch im Tabletop haben. Natürlich können sie nicht gegen mich schlagen, wenn ich sie geschlagen hatte. Aber hier dürfen sie es. Hier gibt es einen Angriff und eine Riposte sozusagen. Und da sagt der Warlord, pass mal auf, Junge. Das ist nicht so cool, was du da machst. Und rotzt mir ein Schild runter bei dem. Und aus irgendeinem Grund darf hier auch direkt ein anderer Warlord. Don't know why. Hätte ich so. Finde ich nicht cool. So, it's my activation. Dann nehme ich den hier. Und werde gar nicht viel mit dem machen eigentlich. Nee, kann ich nicht. Das ist doof. Nehme ich den? Ja, der geht hier vor und verkloppt voll den Warhound. Weil der Warlord hat ja gerade, glaube ich, geschossen. So, da habe ich beim Vorbeimarschieren auch immer eben den Siegpunkt eingenommen und verkloppe. Bam! Ins Gesicht, mein Freund. Und da kreischt der Maschinengeist kurz auf. Aber es nützt nichts. Der Warhound geht zu Boden. Ja, einmal voll mit der Faust ins Gesicht und fertig ist. Fertig ist die Kiste. So, der Reaver ist natürlich jetzt hier sehr mutig. Rennt dem hinterher. Und das wird auch sein Ende sein, weil er hier haut ihm jetzt voll auf die Fresse. Pass auf, pass auf. Raketenwerfer erstmal rein. Nochmal, weil man kann es halt machen. Und dann kommt er ganz langsam mal an uns. Bams. Ins Gesicht. Mit beiden Fäusten. Batz. Batz. Ehrlich. Carnage. Total Carnage. Na gut, er kriegt natürlich ein bisschen was zurück. Aber wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das überlebt auch einen Reaver nicht. Mit zwei Fäusten ins Gesicht. Da ist vorbei.
Der Warlord hier hinten findet das nicht so cool, hat natürlich auf mich angelegt, wird aber wahrscheinlich nicht schießen können wegen dieser Wand. Und stapft hier gemächlich auf mich zu, genau. Während das da während das da passiert, werde ich hier mal was machen. Ich werde nämlich mit wem werde ich denn? Mit dem Warlord vielleicht da unterstützen gehen. Was haltet ihr davon? Hier stehen jetzt die ganzen Reaver noch rum. Vielleicht kann ich ja hier ein bisschen Feuer auf den geben. Wenn ich nicht da gehe, treffe ich dann besser. Auch nicht wirklich. Aber pass auf. Ich nehme erstmal hier einen Reaver und versuche den da niederzuschießen. So gut es geht. Weil der Warhound da hinten, auf den ich eben schießen wollte, der muss sich ja auch noch bewegen. Vielleicht kommt er dann in eine bessere Schussposition. Warum schießt denn der auf mich? Was soll denn das? Das ist doch frech. Aber da macht er auch gerade einen fatalen Fehler. Ja. Er hat zwar meinen Reaver zerschossen und darf aus irgendeinem Grund jetzt direkt nochmal mit seinem Warhound hier ziehen. Er hat zwar meinen Reaver zerschossen, der ihm eben ins Gesicht gegeben hat, aber durch die Bewegung nach vorne hat er sich total offen gemacht für meinen Doppelfausti. Den da. Und der kommt natürlich jetzt an und verplättet ihm voll eine. Ja. Und macht seinem jämmerlichen, verräterischen Dasein ein Ende. Stirb, Tigerauge! Und explodiert er. Ja, komm, ich weiß, dass du das noch mal darfst. Na? Na? Nee! Oh! Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er noch lebt. Aber okay, tut er noch. Dann habe ich hier noch einen Warhound. He goes in for the kill. Gegen den da. Und patz, patz, patz. Von hinten in den Rücken. Mit Doppelvulcano. Zumindest macht man das im Tabletop so, weil die manche Waffen sonst nicht verwunden können. Und dann habe ich noch den Dicken. Hier habe ich zwei. Ja, das wollen die aber schaffen. Der legt sich gleich mit dem da an. Voll aufs Fressbrett. In der Hoffnung zu treffen. Oder um schießen zu können. Komm, du siehst ihn doch. Schieß! Schieß! Warum nicht? Na gut. New start is turning. Opponent's activation. Principes, please hold your position and await further commands. Ich glaube, der geht jetzt auf den Forest Reaver. Ja, das ist, glaube ich, an der Position. Und dementsprechend sollte ich mal gucken. Der hat jetzt geschossen, das heißt, der ist noch relativ fit. Dann werde ich nämlich hier den fast Toten mit Faust auf den Warlord schicken. Komm, mein Freund. Feel the Feast of Wrath. Batz. Okay. Der wird jetzt wahrscheinlich nochmal zurückbumsen. Und im besten Fall fallen beide um. Weil natürlich die große Maschine mir mehr Schaden macht. Als ein Reaver? Nee, reicht immer noch nicht. Reicht immer noch nicht. Der Warhound hier schießt jetzt wahrscheinlich auch auf den Faust Reaver auf meiner linken Flanke. Oder? Nee, tut er nicht? Warum tut er es nicht? Kann er keine vernünftige Feuerleitlösung ermitteln? Das heißt, hier bin ich safe, den bewege ich später, den auch. Doppelfausti. Sustained Fire oder Overwatch? Machen wir das doch mal so. Auf die Fresse. Bats! Bats! Ich glaube, ich muss für meine Legio Furian auch einen Doppelfaust Reaver mal bauen. Also ich habe ja noch genug Teile. Einfach nur, weil es cool ist. Dann noch mit einer anderen Waffe oben drauf, also nicht mit dem Raketenwerfer. Einer, die mehr Sinn macht. Habe ich voll Bock drauf.
So, das ist der Reaver, Warlord, der den Reaver gerade hier gespürt hat. Ich glaube, da ist gleich Ende im Gelände. Nee, immer noch nicht. Der hält sich tapfer. Und aus irgendeinem Grund darf er hier auch direkt nochmal. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Ob das an irgendwelchen Warlord-Traits oder sowas auch liegt, die ich noch nicht, die sich mir noch nicht erschließen. Ich weiß es nicht. So, bevor der hier abraucht, gibt er mal hier dem Warlord eine. Aber, warte mal, der geht hier so nach hinten. So nach da hinten runter. Und haut ihm von hinten. Kann er dann immer noch zurückschlagen, ist die Frage. Ah, okay. Er geht gar nicht vorbei, er haut ihn direkt, wenn er drankommt. Verstehe. Dann geht er eben natürlich auch noch mit seiner großen Schulter zurück. Und Resultat? Der Reaver, den hat es zermatscht. Schade. Aber es ist meine Aktivierung und ich aktiviere. Wie aktiviere ich denn? Der Faust, die geht mal in die Richtung, weil ich bin ja gleich in der nächsten Runde als erstes dran und schießt mal auf den Warlord. Das ist zwar der Shooty-Reaver, aber der kann ihm natürlich auch ordentlich wehtun. Mein Opponent hat keine Aktivierung mehr, das heißt, ich bin wieder dran. Das heißt, ich schicke den Warhound. Den schicke ich jetzt mal so ganz langsam sneaky hier hinten rum und er gibt dir nochmal Feuer in den Rücken. Auch wenn es nur Bolter sind, die können auch wehtun. Ja, komm, gib ihm. Taka, 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 taka. Genau, ein bisschen die Hülle beschädigt. Dann haben wir El Big Dudo. Der Big Dude geht dahin. Während er das tut, schießt er. Nein, warte. Oh, ich bin so unsicher. Na komm, ich verfolge den Plan. Er geht hier hin und versucht, dem da schon mal ein bisschen weh zu tun. Prepare for righteous plasma fire, traitor. So, und jetzt kommt der Riva und verhaut den bitte. Erstmal durch die Ruinen des anderen Reaver stopfen, ein paar Raketen in die Beine und dann gibt's voll auf Fressbrett mit den Fäusten. Ja, das hat Punch. Auch wenn ich die anderen Waffen-Sounds nicht so gut finde, die Faust und dieses gequälte Kreischen des Maschinengeist, was man hört, wenn sich die gegnerische Maschine dann wehrt, das klingt wunderbar. Das klingt wunderbar. So, pass auf. Der hier kann jetzt den verhauen. Hier habe ich das. Was? Warum darf denn jetzt der, wenn das meine Runde war? Kann mir das mal einer sagen? Das sind doch wohl Fehler, oder? I am out of activations. Das ist doch nicht richtig. Oder was steht hier alles? Current order, bla bla. Das ist. Nee, verstehe ich nicht. Das muss ich mir nochmal durchlesen, warum der jetzt dran darf. Weil er vielleicht unterlegen ist oder was ist das? So, my activation. Der haut dem jetzt auf die Fresse. Komm, gib ihm. Nieder mit den Verrätern. So. Ja, da kreischt nochmal der Maschinengeist, aber ich glaube, das bringt ihm nichts mehr. Der wird zusammensacken, hoffentlich. Ja, genau. Der Warlord ist hinüber. Und das sieht natürlich der Warhound neben ihm und zieht sich ein wenig weiter zurück, weil er auch da hinten meinen Warlord sieht, der immer weiter auf ihn zustopft. Und ein wenig Überlebenswillen haben die Maschinen ja dann auch. So, pass auf. Der gibt ihm aus nächster Nähe. Und kriegt natürlich auch die Riposte. Kann natürlich sein, dass er jetzt gleich drauf geht, aber. Das sind mir die liebsten Spiele, Ultimate Carnage, und es ist ein Skirmish. Es ist nicht aufeinander aufbauend, ich muss nichts neu kaufen, von daher. Kennst du Wayne? So, der hat noch einen Warlord. Ne, er hat sogar noch zwei Warlords. Genau, das ist der gewesen, der jetzt gerade die Faust gekriegt hat. Der zerschießt meinen. Da klippen die Waffen fehlerhaft nach oben.
It's my activation, bevor der hier zerschossen wird. Rächt er seinen Compadre und verkloppt den. Ja, er gibt ihm voll aufs Fressbrett. Mit beiden Fäusten im besten Fall. Komm schon. Do it. Do it. Nee, macht er nicht. Das ist ja mies. Mein Opponent hat keine Aktivierung mehr. Das ist gut. Deshalb schicke ich nämlich den Warhound da hinten hin. Während er da hingeht, schießt er nochmal hier drauf. Er schießt natürlich noch schlechter, weil ich ihn schneller bewege. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, und der hier, der Reaver, geht nochmal ein Stück zurück und versucht da ihn zu finishen, damit dann endlich Ruhe ist. Es sind zu viele Moderation Principe in den Fängen dieses Warlords untergegangen. So, und ich habe noch einen hier. Und der wird sich bewegen nach dort und wird Feuer geben auf ihn. Der Warhound kann mir natürlich wegrennen, weil er viel schneller ist, aber ich meine, kennst du Wayne? Dann werde ich halt auf Dauer die ganzen Missionsziele übernehmen. So, New Start is turning. Checking which player has first. Das bin ich. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, pass auf. Der Reaver geht dahin, verplättet ihm einfach eine Seite, bevor er gleich wahrscheinlich zerschossen wird. Guck mal, was passiert. Was passiert? Komm schon, komm schon. Ja, Schild ein bisschen runter. Da gibt es die Riposte. Da guckt uns das böse, böse Tigerauge an. Und immer wenn ich diese Modelle hier sehe, bekomme ich neue Inspiration fürs Bemalen meiner Modelle. Ja, da hat er mir den Reaver zerschossen, wie erwartet. Der geht nah wie möglich ran, um ihm gleich die Faust zu geben. Vorher nochmal mit dem Raketenwerfer rein, genau. Opponent's Activation, er hat noch den Warhound, der sich jetzt mit dem Reaver anlegen möchte. Freches Viech. Ja, dann nimmt er den nächsten Missionspunkt ein, aber ich habe genug Maschinen, um ihn da zu blockieren. So, mein Warhound sprintet zu dem Punkt, um ihn zu übernehmen. Zap, zap, zap. Ja, noch nicht ganz. Mein Opponent hat keine Aktivierungen mehr. Aber ich. Aber ich. So, El Rivero geht nach da, schießt währenddessen seine Raketen auf ihn. Ja, tut er, genau. Lustig, dass hier die Frontpanzerung so hin und her wobbelt. Und der große Warlord Titan marschiert dorthin und gibt ihm eine volle Breitseite in der Hoffnung zu treffen. Sun Fury Plasma Kanon. Habe ich im Tabletop noch nicht eingesetzt. Mein Legio Astorum Warlord hat jetzt eine bekommen. Ich bin gespannt, wie die sich spielt. Hier hat sie nicht ganz so den Umpf, habe ich das Gefühl. Aber gut. So, Current Order. Double Advance, Double Executing Your Order. Achso. Guck mal. Das steht da alles schön. So, der hier. Latscht jetzt mal hier hin. Und gib ihm mal eine. Raketensalbe vorher nochmal. Zack, zack. Bams. Und dann, komm, bitte. Faust. Faust. Ja. Ah. Aha. Feel my wrath. Im besten Fall sind beide tot. Nö. Nur er. Yay. Er hat keine Aktivierung mehr, das heißt, ich bin dran. Dann kann ich nämlich meinen Warhound hier auf dem Missionsziel platzieren. Da, wo er hin soll. Das ist ja deren Aufgabe. Und dann
habe ich noch meinen Faust Reaver und meinen Warlord. Der Warlord wird als nächstes aktiviert, nach dem Reaver. Denn der gibt jetzt volle Faust gegen den Warhound. Ja, voll aufs Brett. Erstmal nochmal seine Raketen reingejagt. Nein, macht er nicht. Doch jetzt. Und dann gibt's auch Faust. Ja. Das ist so befriedigend, das Gefühl. Er rempelt ihn noch mal kurz an und dann sollte es eigentlich auch vorbei sein. Rest in Peace, Traitor. Ja, Victory, das war's. Jetzt können wir zum Main Menu. Das erspare ich euch. Ihr könnt sagen, was ihr davon haltet, von diesem Major Update mit verbessertem Model, mit diesen Cinematic Cams, mit Faust beim Reaver, was wohl die erste Nahkampfwaffe nur ist. Warlords sollen auch bald welche bekommen. Der Warhound ist sogar auch prädestiniert für eine sogenannte Harpune. Ich bin gespannt, was noch kommt in Zukunft. Wenn die Intervalle weiterhin ein Vierteljahr sind, ist auch okay. Ich meine, ich habe das Spiel gekauft, jetzt wird es einfach nur besser. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe jetzt ein paar Sachen auf dem Bildschirm platziert, ein paar Links zu Spielberichten, zu den Mittwochs-Maltisch-Episoden, zu Livestreams und zu weiteren Let's Plays. Klickt einfach mal drauf, lasst einen Daumen da, wenn ihr meint. Wenn ihr einen Daumen runter gebt, schreibt bitte warum. Dann kann ich nämlich auch ein bisschen das anpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Keep on Wargaming.